man da Beate, saß weinend in der Kemenate. Denn Kuno, ihr Ritter, das fand sie so bitter, der wollte zum Kampfe hinaus. Als Kuno zum Abschiedskuss nahte, da flehte Amanda Beate: Feins liebster Geselle, bleib hier, sei doch helle und steig aus der Rüstung heraus. Das war im Jahr 1199, all hier im schönen deutschen Land. Das war genau in jenem Jahr, als Minnesänger Ottokar im zweiten Stimmbruch stand. Der Ritter zog trutzig von hinnen, wollt Länder und Ehre gewinnen. So trabte der Gute mitsamt seiner Stute, er suchte und fand einen Feind. Doch jener war zahlreich und kräftig, den Kuno verdrosch man sehr heftig. Verpasste ihm Beulen mit Lanze und Keulen, gar bitter hat Kuno geweint. Das war im Jahr 1199, all hier im schönen deutschen Land. Das war genau in jenem Jahr, als Minnesänger Ottokar im zweiten Stimmbruch stand. Nach Kunos erfolglosen Taten zog's ihn zu Amanda Beaten. Doch welche Blamage, dort lag schon ein Page bei ihr im Gemache und schlief. Wie euch ihr verruchten, so sprach er, der Kuno und beide erstarb er. Dann bohrte er mutig den Dolch, der noch blutig ins eigene Herz sich tief. Das war im Jahr 1199, all hier im schönen deutschen Land. Waldemar, das war genau in jenem Jahr, als Minnesänger Ottokar im zweiten Stimmbruch stand. Wie schade, oh weh.